herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Fasse heute Mut, alles, was dich bedrückt und alle deine Sorgen loszulassen und Jesus abzugeben, in Gottes Hand zu legen. Sei dir gewiss, Gott kümmert sich darum. Ja, Hoffnung um 12, wir wollen dich auch heute ermutigen. Ich möchte dir die Frage stellen, auf wen setzt du deine Hoffnung? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. In Jesaja 40, Vers 31 lesen wir: Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Ja, auf wen setzt du deine Hoffnung? Wir haben so vieles, wo wir unsere Hoffnung darauf setzen, auf das Geld, auf die Arbeitsstelle, auf unser Können. Aber hier heißt alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Und diese Kraft, ich glaube, die brauchen wir alle, gerade in dieser Zeit. Und hier heißt es auch neue Kraft. Nicht die Kraft von gestern und wieder so rumhumpeln wie gestern, vielleicht auch geistig rumhumpeln wie gestern, nein, neue Kraft. Und es heißt dann auch weiter in diesem Vers, und dann werden uns Schwingen wachsen wie Adler. Das heißt, wenn wir uns hochschwingen, dann bekommen wir immer eine andere Perspektive und die Probleme werden kleiner. Wir sehen sie wirklich aus der Sicht, wie sie Gott sieht, und da ist ein Problem kein Problem. Herr, ich danke dir dafür, dass ein jeder, der jetzt zuschaut, wirklich Kraft hat und die Kraft bekommt, wenn er die Hoffnung bei dir holt. Neue Kraft, Herr, Neues, um wirklich Kraft zu haben für diese Herausforderungen in dieser jetzigen Zeit. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, für überdimensionale Kraft für jeden, der jetzt zuschaut. Danke, Herr. Amen. Auch heute wollen wir für Menschen beten und ein Ehepaar bittet um Gebet. Liebe Familie Müller und Mitarbeiter, wir sind ein Ehepaar und haben mit vielen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die uns viel Kraft kosten. Wir bitten euch deshalb ganz herzlich für uns um Heilung zu beten. Vielen herzlichen Dank. Jesus, wir danken dir, dass du auch dieses Ehepaar kennst, wo sich an uns gewandt hat. Und ich danke dir, dass du sie ganz genau kennst und auch die Ursachen ihrer Krankheit weißt. Wir wissen es nicht, aber du kennst sie und du weißt es. Und wir danken dir, dass du eingreifst, dass du sie heilst von Kopf bis Fuß, gerade da, wo sie deine Hilfe brauchen. Danke, Jesus. Danke, dass du ein Gott bist, der alles wiederherstellt in seine göttliche Schöpfungsordnung. Und ich danke dir, dass du jetzt diese beiden Menschen einfach anrührst, dass dein Heilungsstrom durch ihren Leib fließt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und per E-Mail erreicht uns folgendes Gebetsanliegen. Wegen finanzieller Angst, besonders der anstehenden Zwangsvollstreckung von Haus und Garten zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft meines geschiedenen Mannes und mir, bitte beten Sie für mich und meine Kinder. Auch wie alles in Zukunft für mich in der Arbeit weitergeht. Herzlichen Dank. Danke, Jesus, dass du diese Frau und ihre Kinder kennst. Und ich danke dir, dass du die ganze Situation in deiner Hand hast. Und ich danke dir, dass du diese Angst von ihr wegnimmst, wie es weitergehen soll. Danke, Jesus, dass du auch Gerechtigkeit walten lässt bei der Zwangsvollstreckung und bei dieser Trennung. Und ich danke dir, dass du auch die Kinder schützt. Danke, dass deine Hand über ihnen ist und dass auch sie geschützt sind und keine Angst zu haben brauchen. Danke, Jesus, für diese ganze Situation und auch bei der Arbeit, wie es weitergehen soll. Auch da hast du einen Weg, auch da hast du eine Lösung. Danke, Jesus, dass dein Schutz über ihnen ist. Danke. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau bittet um Gebet. Ich habe starke Schmerzen in der Halswirbelsäule und Brustwirbelsäule. Morphin hilft leider auch nicht. Bitte betet für mich.
Oh ja, sehr gerne. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du jetzt auch, Herr, diese Brust- und Halswirbelsäule, Herr, berührst. Ich danke dir, Herr, dass diese Nerven nicht die Schmerzen melden, sondern dass alles normal ist. Herr, wir befehlen Normalität in diese Hals- und Brustwirbelsäule, auch in diese Nervenbahnen und dass alles, Herr, in deinem Schöpfungszustand ist. Ich danke dir dafür, dass da Ruhe hineinkommt und dass Gesundheit hineinkommt. In deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Und auf WhatsApp kam folgendes Gebetsanliegen. Hallo ihr Lieben, ich bin Gott so dankbar, dass es euch gibt, dass ich mich mit meinen Gebetsanliegen wieder an euch wenden kann. Meine Schwester leidet schon jahrelang unter Depressionen. Mal ist es besser, mal sehr schlimm. Wegen Umzug in eine andere Wohnung macht sie sich Sorgen. Und jetzt leidet sie unter Magenunruhe, kann nicht essen, keine Kraft, keinen Mut. Bitte betet für sie. Gott möge die Depression heilen. Ich danke euch. Ja, das tun wir gerne, dafür zu beten. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr, du kennst jetzt die ganze Unruhe in dieser Person, die auch Depressionen auslöst. Ich danke dir, Herr. Herr, danke, Herr, dass sie Mut hat, zu glauben, Herr, dass es gut wird. Dass sie Mut hat, Herr, zu glauben, dass du eine Lösung hast. Herr, ich danke dir dafür, dass du wirklich dieser Person neue Kraft und neue Perspektive schenkst. Und danke, Herr, dass auch diese Person die Augen aufmacht für das, was wirklich gut ist und was vollkommen ist von dir und nicht nur auf das schaut, was der Feind ihr vor Augen hält, all das Schwierige, all das Negative. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Herr, wir bitten um einen neuen, frischen Wind, Herr. Herr, der Erkenntnis und der Perspektive für diese Person. Danke, Herr. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Eingreifen. Und ein Mann schreibt uns dieses Zeugnis von einer wunderbaren Bewahrung. Ganz herzlichen Dank für eure Fürbitte für meinen operierten Rücken. Nach der schweren Notoperation am Rücken bin ich vor 8 Tagen noch ohnmächtig geworden, bin gestürzt und musste mit der Ambulanz in den Notfall gebracht werden. Stark blutende Schrammen am Hinterkopf mussten genäht werden. Der frisch operierte Rücken blieb ohne Schaden. Es folgte auch keine Hirnblutung. Heute geht es mir besser als zuvor. Ein Wunder. Es gibt nichts Mächtigeres als das Gebet. Ja, und da hat er vollkommen recht. Ich bin eine Überlebende von vielen Abtreibungsversuchen und konnte mir nie vorstellen, dass sich jemand über mich freut. Gott zeigte mir, dass der Weg zur Gebetserhörung die Vergebung ist. Ich bin Gott so dankbar. Ich durfte dies erkennen und die Bitterkeit ist weg. Ich bin in einem Heilungsprozess. Täglich darf ich Neues erkennen und ich spüre große Freiheit. Ich wurde an die Tücher von Petrus erinnert, durch die Menschen geheilt wurden. Genauso hat Gott an mir durch euren Brief gewirkt. Vielen Dank dafür. Eine wunderbare Wende in einem Leben, das kann nur Gott tun. Ja, es ist wunderbar, was Gott tut. Und auch wenn du uns dein Gebetsanliegen zusammen mit deiner Adresse schreibst per E-Mail, schicken wir dir auch gerne einen Brief zurück, wo wir dir einen Bibelvers und ermutigenden Text reinschreiben. Und hast du was Wunderbares erlebt? Dann lass es uns wissen. Über WhatsApp, die Nummer ist eingeblendet. Wir sind alle paar Jahre mal in Indien und da landen wir in Kalkutta. Und wir wissen, Kalkutta ist das Chaos auf dieser Erde und gerade in dieser Zeit war gerade ein Zyklon und sowieso Corona und alles Mögliche noch viel, viel schlimmer. Aber als wir das erste Mal gelandet sind, habe ich nur eine grüne Landschaft gesehen mit Häusern und Hütten und keinerlei Probleme irgendwo beim Anflug, als alles noch so klein war. Als wir dann ausgestiegen sind, und schon vor dem Flughafengebäude das totale Chaos.
Wo komme ich drauf? Auf dein Problem. Ich sag dir, sieh mal dein Problem aus der Vogelperspektive. Wie wir es hatten mit der Hoffnung, Schwingen des Adlers, das einem emporhebt. Und dann hast du, dein Problem ist dann so groß wie ein Stecknadelkopf. Und da wächst auch dein Glaube, dass du wirklich daran glauben kannst. Das kleine Problem ist für Gott sowieso keins. Mach dir das mal, führ dir das mal jetzt vor Augen. Und ich glaube, du wirst glauben, dass Gott dein Problem heilt oder berührt. Ja, Gott hat Lösungen. Und schick uns weiter dein Anliegen, auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, übermorgen ist Sonntag. Da sind wir wieder um 10 Uhr im Livestream für dich da. Schalte ein auf YouTube oder auf unserer Webseite im Livestream. Und wir freuen uns über dein Feedback. Ja, wir verabschieden uns und wünschen dir ein reich gesegnetes Wochenende. Alles Gute und Gottes Segen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.